Food-Neuheiten! Was habe ich mir bestellt, Leute? Vor ungefähr 2 Wochen habe ich mir frische Sachen, die neuesten Süßigkeiten aus aller Welt, habe ich probiert mir zu bestellen. Die kamen jetzt an, also die kamen schon vor einer Woche an, aber es waren andere Sachen jetzt erstmal vorgezogen. Aber trotzdem super interessant, was es alles denn Neues so gibt, ne? Was man alles Neues so pressen kann. Dann fangen wir mal an, Leute. Was habe ich da für Leckereien für euch? Boah, hier ist echt viel drin. Das ist echt ein sehr großes Paket. Boah, wir fangen damit an. Boah, das ist ein sehr guter Anfang. Sehr klein. Ich glaube, die Verpackung hat einfach 3, 5 oder 5 Euro, glaube ich, gekostet. Und das ist echt eine ziemlich kleine Verpackung. Auf der Webseite sah es sehr groß aus. Twix Popcorn. Sehr geil, also von der Idee her. Allgemein, irgendwie, Popcorn wird gerade ganz verrückt mit so vielen Sachen gemischt. Was ich geil finde, weil ich esse sehr gerne Popcorn. Wenn nicht, ne? Wenn nicht. Boah. Boah, ist das lecker. Boah, ist das lecker. Und da hast du so leicht Twix dran. Boah. Völlig überteuert, aber sehr geil. Sehr geiles Popcorn. Geil. Dann eine neue Oreo-Sache. Oreo Black and White. Auch geil, ne? Ein bisschen, jetzt nicht komplett krass, aber Oreo hat halt echt immer gefühlt was Neues am Start. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich esse mein Oreo ja ganz gerne anders als andere Menschen. Ich nehme gerne beide Oreos auseinander. Dann lecke ich das gerne ab. Und ja, das andere. Aber erstmal normal. Black and White ist eine gute Idee. Schmeckt besser als andere, aber auch nicht geisteskrank, sag ich ganz ehrlich. Ja, ich hab irgendwie mehr erwartet, aber es schmeckt in Ordnung. Schmeckt halt, wie es schmecken soll, ne? Du hast diesen milchigen Geschmack, Schokolade. Irgendwie ist nicht so intensiv, irgendwie so, Das ist sehr geil, das gibt leider auch jetzt in Deutschland. Vielleicht habt ihr das schon im Supermarkt gesehen. Das ist aber auch schon ein bisschen älter vielleicht. Es gibt jetzt einfach Tresor, aber als Snack. Also das sind jetzt einfach so kleine Snacks geworden, ne? Also das ist jetzt keine Kellogg's mehr, sondern du kannst dir einfach die Tresor-Dinger so snacken. Einfach so angefertigt in so einer Snacktüte. Also ich hatte nie Geld als Kind, ne? Ich hatte nie Geld als Kind für echte Tresors. Ich habe mal Nugget Bits gegessen. Ich glaube, viele von euch waren auch Nugget Bits Kinder. Aber Tresor war immer schon richtig lecker. Auch wenn ich mir die leisten konnte. So, hier kommt ein sehr großes Paket. Ui, ich kenne die Marke nicht. Aber Cheesy Doodles und das Vegan hat mich sehr angelockt. Also Käseflips. Oh, sehr käsig. Oh, ist das käsig. Oh. Das ist ein Käsetraum. Das ist ein Hammer. Das ist richtig geil. Was haben wir noch? Oh, der geil. Kennt ihr Marabu? Der Marabu, der steckt sich in den Fingern po. Ist eine neue Sorte mit Lebkuchen. Super geil hört sich das an. Also Schokolade mit Lebkuchen gemischt. Ist eine sehr teure Marke leider. Die habe ich erst sehr spät entdeckt. Ich habe eigentlich immer die Fake-Schokolade gegessen, Alter. Aber das ist halt ehrlich krass. Oh. Ich wünschte, es gäbe eine Funktion auf Twitch, dass ihr meinen Geschmack empfinden könntet. Oh, das wäre geil. So butterweicher Lebkuchen mit Schokolade überzogen. Oh, Digga. Das muss weg. Zu viel Zucker. Ja, weiter. Oh, ganz crazy, Leute. Und zwar, Arizona ist ja eigentlich ein Eistee. Aber Arizona hat jetzt einfach auch Nacho Cheese Dip rausgebracht mit Tortillas. Also so Kinoessen-mäßig, wisst ihr? Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Guck mal, der Käse, ne? Der liegt da jetzt schon ein bisschen länger hier. Der ist ja nicht mehr frisch. Ist das immer noch gut oder? Weiß ich nicht. Kann das auch nicht mehr gut sein, muss man auch sagen, ne? Also sieht einfach aus, nicht wie so ein Nacho-Dip. So, doch, sieht eher so aus wie so diese. Kennt ihr diese Dosen mit Käse? Dieses. So sieht es ein bisschen mehr aus. Schmeckt's denn? Darum geht's am Ende des Tages ja, ne? Boah. Es schmeckt jetzt nicht furchtbar oder so, aber irgendwie so ein bisschen zu unkäsig. Also schmeckt echt chemiehaltig. Also schmeckt ein bisschen labormäßig, muss ich sagen. Also echt nicht geisteskrank. Und die Tortilla-Chips schmecken ohne Liebe. Als ob das einfach so ein Baum wäre. Ach so, in die Mikrowelle soll das. Ah. Hell over cover, place in a microwave about 30 seconds. Machen wir kurz. 30 seconds geht schnell. Jetzt haben wir hier warme Nachos. Die Folie habe ich gemerkt, Leute. Die Folie hat geblitzt. Habe ich die Folie abgenommen. Also, wir haben jetzt hier heißen Käse. Mal gucken, ob was ändern wird oder nicht. Ne, ich guck mal nach. Ist jetzt ja heiß, der Käse. Anna, du Fotze! Aua. Okay, musst du gehen. Schmeckt echt besser. Schmeckt wirklich besser. Okay, ist wirklich viel, viel besser. Aber, obwohl die Chips schmecken jetzt sogar besser, wo die warm sind, okay? Ich muss echt zugeben, dass die Mikrowelle hat ehrlich ein Upgrade gemacht. Okay, ich geb's zu, die ist doch besser als gedacht. Es ist wirklich lecker sogar. Ich würde sogar sagen, es ist lecker. Aber weiter, ihr Fettsäcke. Da habt ihr mich überredet. Gut gemacht. Zum Glück habt ihr im Chat geschrieben, ihr Fettsäcke. Immer schreiben. Ihr wisst, ich bin ein sehr verwirrter Mann. Apfelstrudel Milka. Gucken wir mal, ob Apfelstrudel Milka uns vom Hacker haut. Oder ob wir sagen, ich bin mal gespannt, ne? Alter, das schmeckt
asozial stark. Schmeckt super stark. Also wirklich super stark nach Apfel. Wow, also wer Apfel mag, wird hier richtig happy. Der schmeckt heftig nach Apfelkuchen. Nach Apfelstrudel, Apfelkuchen, Apfelstrudel in die Richtung. Ich muss aber sagen, ich mag Apfelkuchen nicht so. Obwohl ich Apfel nicht so mag, ist es wirklich lecker. Guck mal, ich esse das vierte Stück jetzt. Das ist echt nicht schlecht. Aber es gibt noch was anderes. Und zwar heißt das Coffee und Cookies. Ja, ne? Also ich bin da nicht komplett bescheuert, ne? Da steht Milka Wants Coffee Date. Coffee Date. Coffee and Oyekies. Boah, Digga. Habe ich ein Latte Macchiato in meinem Mund oder was? Also falls du Kaffee im Kaffee magst. Hammer lecker. Alter. Richtig gut. Ey, die ist wirklich brutal gut. Also falls ihr Kaffee mögt, boah, ihr kommt richtig auf eure Kosten. Boah, ich weiß nicht, ob die in Deutschland existieren. Schreibt's mal gerne rein. Ich hab's, glaube ich, noch nicht gesehen. Popchok. Das sind so kleine Popper. Ich hoffe, ich kann fokussieren wie ein professioneller Streamer. Könnt ihr sie sehen? Sieht nicht besonders aus. Boah, Digga. Nimm weg. Nimm weg. Nimm die sofort weg. Scheiße, Mann. Oh, sind die herrlich. Habt ihr nicht gesehen? Herrlich, herrlich, herrlich. Weg damit. So. Aha. Wir haben hier ein Getränk. Da haben einige gesagt, das gibt's nicht in Deutschland. Deswegen habe ich es bestellt. Ich glaube, ich habe schon einen Türken gesehen. Oder Exotic Fanta heißt die. Oder, ey, gibt's... Ich glaube, das gibt's gar nicht, oder? Oder weiß ich nicht. Oh, ich habe so lange mit Kohlensäure nichts mehr getrunken, ne? Ich trinke ja immer nur Tee oder Wasser. Ich trinke ja auch Wasser immer still. Das ist schon asozial viel Melone. Also ist ja auch Fanta Melone. Aber leider nicht diese natürliche Melone. Schmeckt sehr künstlich. Also wisst ihr, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber schmeckt super künstlich. Aber muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist, aber irgendwie ist es nicht so mein Ding. Ja, weiß ich nicht. So, viele, viele bunte Smarties. Ich habe hier Smarties für euch. Allerdings Smarty Orange. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, warum hat Nestle so viel Macht? Nestle ist böse eigentlich. Aber die haben zu viel Macht, Alter. Jetzt mal ehrlich, Smarties habe ich so lange nicht gegessen. Ich will Smarties nicht haten. Smarties sind lecker und gehören auch zu meiner Kindheit. Aber Smarties sind so eine Sache, die esse ich einfach nicht, weil es kommt nicht dazu. Es gibt viel leckere Sachen als Smarties. Boah. Die sind echt lecker. Mm. Boah, die sind richtig lecker. Boah. Richtig geil, orangig. Auch nicht so künstlich. Irgendwie. Mm. Boah, die sind gut. Hab früher mal Skills gegessen. Ich habe immer Smarties gegessen. Na, wahrscheinlich wir uns, ne, du dickes Ding. Boah, kein Zufall. Ich schwöre, nicht abgesprochen. Auf einmal Skittles. Aber Skittles, was ist das? Crazy Sauce Skittles. Das ist aber ein richtig krasser Zufall. Das sind keine Skittles mehr. Skittles sehen noch ganz anders aus als so, ne? Oh, sind die cool. Oh, so eine geile Abwechslung zu dem ganzen Süßen. Mm, so geil sauer. Nicht so dieses extreme Sauer, sondern dieses fluffige Sauer. Und richtig schön so saftig, also so fluffig. Halleluja. Digga, Halleluja. Dr. Pepper Zuckerwatte. Also wenn ihr jetzt nicht fett werdet und sagt, wow, dann bin ich ja enttäuscht von euch. Dr. Pepper ist ja Cola, ne, also eine Cola-Abklatsch, nicht Abklatsch, aber halt eigene Cola so gesagt. Und dann eine Zuckerwatte raus. Sieht aus wie so ein Kissen. Ist ja hart. Nicht so fluffig. Wie schmeckt's aber? Boah, ist das geil, Digga. Boah, das schmeckt so nach Cola. Das ist wie, als ob ich so ein Kissen beißen würde. Ich könnte wirklich hier drauf schlafen und dann so... Hammer. Hammer, ich find's geil. Ich find's geil, Digga. Cheetos. Cheetos, aber Peanut. Also Cheetos sind dafür bekannt, dass sie in der Regel eigentlich so Käseflips sind oder auch mittlerweile Käse-Scharflips. Jetzt gibt's allerdings auch Cheetos, also Flips so gesagt. Erdnussflips von Cheetos. Oh, geil. Oh, geil. Hä, wir haben noch was zu trinken bestellt. Pepsi Mango. Also das habe ich jetzt echt noch nicht in Deutschland gesehen. Ich muss sagen, ich bin eher der Cola-Fan anstatt Pepsi-Fan. Aber Mango Pepsi, das habe ich nie gesehen. Pepsi Mango Fair. Maximum Taste. No Sugar. Ah, sogar Pepsi Zero. Oh, das ist geil. Oh, Digga. Das am Strand bei 30 Grad. Oh. Oh, richtig geile Mango. Mm, sehr geil. Jetzt, Leute, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe mir Pokémon Kelloggs gekauft. 15 Euro, glaube ich, ne? Das war echt arschteuer. Du hast wirklich bunte Kelloggs, so, ne? Mm, sieht auch ein bisschen aus wie Pikachu. Mm. Mm. Ah, nee, geil.
Ja, hast du auch die ganzen Figuren drin, ne? Glurak und die ganze Piste von den ganzen Sachen. Schmecken asozial süß. Also, die schmecken so, als ob ich pures Zucker essen würde. Das soll nach Berry schmecken. Digga, das schmeckt nach einem ganzen Zuckerberg, Alter. Aber nicht nach Beeren. Verdammte Scheiße. Jetzt habe ich was sehr Großes für euch. Ich weiß nicht, was ich hier bestellt habe. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Kinder Brioche. 100% Latte Italiano. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Con Latte. Boah, geile Füllung. So eine Sahnefüllung. Boah. Mit einer Milch. Boah, brutal, Digga. Ohohoho. Weg damit. Zum Glück verlose ich alles an euch. Ich kann das nicht hier im Haus haben. Das ist kriminell. Zum Glück haben wir noch den Huba Buba. Ne, kennt ihr ja den Huba Buba Strawberry? Mhm. Mhm. Wow. Wie in meiner Kindheit. Ne? Aber, Ja. Boah, Junge. Puh, zu viel Zuckerschock.